ist ein Monsterboot. Nein. Ich bin ein Vater. Als ich sie zum ersten Mal hielt, sah ich die gesamte Galaxis in ihren Augen. Du kannst das nicht verstehen. Dafür verstehe ich Verrat. Und dass du mich hergelockt hast, um diese Basis auszuschalten. Richtig? Tja. Das Imperium zu bekämpfen, macht dir keiner nach. Lauf, Katar! Lauf! Der Eindringling ist in meinem Quartier. Er ist bewaffnet. Er schießt ihn. Oh Mann. Tötet diesen Jedi. Nicht mich, den anderen. Oh. Hallöchen, Leute. Das sind eine Menge Leute. Durch jetzt randalieren. Oh. Damit Kerl sich seiner Dunkelheit hingibt. Zack. Zack. Ich sag doch. Ich muss ihn töten. Sofort. Mach auf. Aus dem Weg. Bei dir denn? Paus Maul. Wir werden alle sterben, das ist das gerade passiert. Nimm das Droide. Was ist das? Dunkle Seite hat. Wenn ich jetzt nur wissen, wie der Satz auf Deutsch heißt. The dark side has many ways that some people consider unnatural. Zack! Ah. Wer war das? Du, komm her! Einzeln bitte. Er hat später auch von mir gewarnt. So muss das ganze Spiel gespielt werden, ne? Was hat ihre Force unleashed? Nein, meine Schmerzen machen mich nur noch mächtiger. Ja. Interagieren. Die Plattform ist wohl gerade woanders. Okay. Ah. Ah, macht ganz so viel Spaß. Wo bist du, damit ich dich töten kann? Wo ist der? Nein. Oh. Mann. Ach, jetzt muss ich den ganzen Weg hier nochmal spielen. Boah. Oh, diese Viecher haben mir alles ruiniert. Jetzt muss ich noch mehr Leute abschlachten.
Warum hättest du das nicht ein paar Sekunden irgendwie früher einschalten können? Passiert. Warum schießen die sich mit, warum erschießen die sich gegenseitig? Wer wagt es, auf mich zu schießen? Hier. Nee. Aus dem Weg. Abkürzung freischaltet. Okay. Habe ich gesehen. Mehr, ich brauche mehr. Ich habe noch nicht. Es ist noch nicht genug Blut da. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen ihn töten. Wir kommen zu spät. Erstmal. Nein, er ist ja gerade weggeflogen, habe ich gesehen. So. Okay, erstmal ein bisschen meditieren. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Kommt zurück. Maren? Cal! Maren! Bist du hier? Was denkst du denn? Ich rette dich! Oh nein. Hinter dir. Was? Alter, der Schmerz gibt mir nur noch mehr Macht. Aus dem Weg. Ich bringe jeden einzelnen von euch um. Stell mir einfach nur so vor, während er da auf die Leute hier die ganze Zeit zurennt. So eine rote Aura um ihn herum. So eine rote Aura des Todes. Ich bin so froh, dass ich noch weiter gespielt habe. Nein. Nein. Aua. Kannst du es wagen? Nein, hört doch mal auf, mich zu packen. Ich habe die Macht. Wie kannst du es wagen, mich anzufassen, du dreckiges Stück? Dreckiges Stück Metall. Alles okay? Ja, nichts wie weg hier. Das ist viel besser als die Zeitlupe. Ist mal ganz ehrlich. So, habe ich alles erkundet? Weil ich muss sowieso ja wahrscheinlich wieder zurückgehen. Ja. Verdammt.
Boah, ich habe jetzt nicht eine Sache hier noch verpasst, ne? Was ist denn los? Oh Mann. Ah, oh Gott. Ich habe gerade gesehen, was da jetzt kommt. Kommt der hier vielleicht büchsen? Oh. Ah. Ah. Oh mein Gott. Wo ist Boat? Sie sind weg. Er hat seine Tochter geholt und den Kompass. Ich war nur die Ablenkung. Verdammt! Wollten die Klamotten auf einmal, ja? Los, Lady. Tu es! Tu es! Liebe du, soll ich es tun? Wer ist das? Er hat Bord auf unser Team gehetzt. Meine Crew. Cordova. Fear! Alle sind tot, nur wegen ihm! Cal! Genau das will Bo. Ich weiß, das tut weh. Aber das bist nicht du. Das Imperium hat uns schon genug genommen. Ich werde dich nicht auch verlieren. Wirst du nicht. Komm zu Mantis. Bestell den Inquisitoren Grüße von mir. Ich bin okay. Mir geht's gut, Kumpel. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Weiß nicht, geht's mir gut? Nein, ich glaube nicht. Immer noch rot. Ich glaube nicht, dass es uns gut geht. Erzähl den anderen, was du hier gesehen hast. Und das alles in der imperialen Uniform. Okay. Das war ziemlich geil. Und ich weiß, der Vegas hatte einen Feldtag. Als das hier alles passiert ist, wahrscheinlich, ne? Den Spaß seines Lebens gehabt. Kann ich mir jetzt schon vorstellen. So. Ich nehme an, es lag alles an der Kleidung, ne? Das Einzige, was mir noch gefehlt hätte, ist, wenn sich irgendwie hier das Lichtschwert irgendwann rot gefärbt hätte, ne? Weil ist ja irgendwie so ein Ding, ne? Da passiert mittlerweile, ne? Sich die Lichtschwerter rot färben, wenn man sich der dunklen Seite ergibt, ne? Ne, die müssen geblutet werden, aber müssen die geblutet werden oder kann das auch von alleine so passieren? Kann ich die Uniform behalten? Ich finde, die sieht voll knorke aus. So, wie komme ich hier hin? Da ist nur ein Ding, das ich verpasst habe, natürlich. Wie komme ich da hin? Was hier noch? Hallo? Zentralkommando. Das ist das Einzige, was mir fehlt, ne? Wie vorher wetten. Ja. Das ist das Einzige, was mir fehlt. CS-Quartiere, Zentralkommando. Ja, das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Verdammt. Na, und dann holen wir uns auch ganz schnell das Ding. Ne? Offiziersquartiere muss ich kurz, ne? Falls ich da kann. Nein, warum nicht? Dann nehme ich mal an, ich muss erstmal hier wieder so, weiß nicht, die Story ein bisschen vorantreiben, ne? Uff. Hey. Alles in Ordnung? Ja, glaub schon. Bisschen Dampf abgelassen. War das? Ich weiß nicht, was das war. Wenn du es wieder spürst, sag's mir. Das werde ich. Gut. BD sieht startbereit aus. Na endlich, ich habe mir Sorgen gemacht. Moment, lass mich raten. Er hat wieder gegen die ganze Basis gekämpft. Allerdings. Okay, Kerl. Wir wissen nicht, wo Boot ist. Wir haben keinen Kompass. Sei bitte ehrlich, ich werde es ertragen. Haben wir verloren. Ein Kompass ist noch übrig.
Wenn ihr das hier hört, wisst ihr, wo ich ihn gelassen habe. Sollte der Kompass weg sein, verzweifelt nicht. Was ist das? Es ist nicht bloß ein letzter Abschied. Es gibt noch einen anderen Weg nach Tenelor. Aktiviert die Anlagen und richtet sie dann auf die Koordinaten in dieser Nachricht aus. Da ist ein Kontrollzentrum. Wenn wir die Anlagen ausrichten, können wir einen Kurs durch den Abyss kreieren. Moment, nur damit ich es richtig verstehe. Du willst, dass sich die Mantis durch eine Nebelfliege der Schiffe frisst? In einen winzigen Tunnel, den 200 Jahre alte Tech freigelegt hat? Ja. Ja. Okay, bin dabei. Das ist nochmal Montag. So. Am Abgrund. Ich kann ja nicht raus. Doch. Aber nur falsche Tür. So, ich werde wahrscheinlich erstmal nicht herstellen reisen können, ne? Kann ich von so aus hier irgendwie dahin? Zorn. Verstehe nicht, was du meinst, Spiel. So, hier kann ich noch. Dann machen wir jetzt noch das allerletzte Ding, was uns hier noch fehlt auf diesem Planeten. Hallo? Hab ich immer noch? Ja. Ah, sehr gut. Aber wir sind andere Gegner. Die Musik ist immer noch sehr dunkel. Schieß nicht auf mich. Nein, bist du nicht. Ich will nur letzte Dinge einsammeln. Ja, noch ein bisschen weiter. Jetzt sind ja auf einmal alle Gegner anders, oder was? Na, danke. Ich habe ihre Schilde damit weggepustet. So, wo ist das hier? Ist ein Aufzug? Nee. Doch. Irgendwo da oben ist das. Komm ich da hin? Nee, ich komme da nicht hin. Ich kann da nicht hoch. Ach man. Vielleicht bin ich von da aus. Ich nehme an, ich kann ja nicht hin, ne? Ist alles noch abgeblockt, ne? Aber hier kann ich auch nicht hoch. Das ist auch viel cooler als die Zeitlupe, ja, hallo. So, ich kann jetzt echt nicht hier hoch, Mann. Oh. Boah, dann muss ich erstmal den Planeten irgendwie runtergehen oder so, ne? Boah, ich wollte nur das letzte Ding haben. Ja, ich glaube, ich fahren können, ne? Und durchatmen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, dann nehme ich an, muss ich erstmal den Planeten hier verlassen, ne, damit ich da was machen kann, ne? Sollten in Bewegung bleiben, Kumpel. Nehme ich jetzt mal an, ist jetzt hier der Fall, ne?
Okay. Warum muss ich jetzt extra nochmal hier? Alles gut, Karl. Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. So, wo muss ich denn jetzt hin? Zum Aufbruch? Kobo, Kobo, ne? Ja, ja, zu dem Dings, ja, haben sie ja gerade gesagt. Wie können wir überhaupt so sicher sein, dass dieses Experiment funktioniert? Er tut sogar voll aggressiv jetzt laufen. Wir starten also ich mit rein. Anlagen, wofür auch immer die gut sind, machen ein Loch in den Abyss und fliegen durch? Ja. Okay. Okay. Deine Augen sind noch grün. Ne, sobald die gelb werden, dann gibt es ein Problem. Ne? Das ist ein Zeichen von Korrumpierung der dunklen Seite. Ne? Und in Knights of the Old Republic war es sogar so, dass die Haut irgendwie voll gräulich und dunkler wird. Wenn es sehr der dunklen Seite hier verfällt. Was war das denn? Da ist irgendwas anderes noch am Fliegen gewesen. War doch nicht Boot, oder? Nein, nehme ich an. Ich nehme an, ich muss dieses eine Ding dann irgendwie so. Ja, jetzt habe ich wieder hier. Ja, weiß nicht wieso, aber ich glaube. Mein Gott. Ich glaube, ich möchte so ein paar andere Sachen jetzt hier mal rocken, ne? Mit all dem hier. Was ist denn hier so? Was könnte denn hier so passen? Ich weiß es nicht. Gar nichts irgendwie. Was ist denn hier so für. Hier irgendwie so was? Nee, ne? Bin ich. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen. Verbannter, ne? Muss ich doch ein bisschen hier umstylen, ne? Mit dem, was hier gerade alles passiert, ne? Aber ich habe keine Verbandenhose. Natürlich eine andere Frisur, ne? Natürlich. Also was? Laufen wir so rum. Sieht ein bisschen aus wie General Hux. Aber der Jacke gefällt mir nicht so. Ah. Nicht. Für ein Zeichen darauf. Noch mal so rum. Sehe ich ein bisschen bedrohlich aus, ne? Jetzt kann ich wahrscheinlich direkt da zurückgehen und das Ding einsammeln, ne? Da warte mal, wie viele Dinge habe ich jetzt, ne? Da, das ist das letzte Ding wahrscheinlich, ne? Da fehlt, ne? Ja, na, ist klar wieder. Lass mal gucken. Lass mal mit ein paar Leute hier schnacken. So. Lohnt sich jetzt nicht hier in den Laden reinzugehen, ja. Für die Priorität. Wenn mir sowieso noch einer fehlt, ne? Ich werde wahrscheinlich offscreen hier zu dieser Basis zurückkehren, ne? Und da kurz das Ding. Bis später, BD. Hi, Cal. So, ich will gar keiner mit mir reden, Mann. Hey, Karl, du siehst müde aus. Entspann dich mal. Ich habe schon viele lange Gesichter gesehen, aber deins ist das längste seit langem. Bin ich so leicht zu durchschauen? Nein, du bist komplett undurchschaubar. Aber ich bin zufällig Experte, also, was ist los? Ich habe ein paar Freunde verloren, die mir sehr nahe standen. Der Schmerz sitzt noch tief. Ich höre zu, wenn du möchtest. Ohne mich wären einige meiner Freunde noch am Leben. Das bezweifle ich. Die meisten Dinge in dieser Galaxis sind außerhalb unserer Kontrolle. Aber wir können kontrollieren, wie wir auf die Ereignisse in der Galaxis reagieren. Das ist ein guter Rat, Monk. Ich werde versuchen, mich daran zu halten.
Wenn ich meine Gegner ohne Gnade niederstrecke. Obwohl das wahrscheinlich nicht viel aussagt. Entgegen deiner Überzeugung lastet nicht die ganze Galaxis auf deinen Schultern. Wir sehen uns später, Monk. Ja. Was ist jetzt hier mit den Kopfgeldjagden? Was? Komm später wieder, ja? Habe ich jetzt einfach nur irgendwie verpennt, irgendwie, wo das ist oder was? Die Brut gerät langsam in Verzweiflung, Kerl. Und wieso? Sie haben einen ihrer besten Revolverhelden an Jedha geschickt. Ah, Jedha. Inklusive Druidenverstärkung. Kord der Halbe und sein Partner. Ein Druide namens der andere Halbe. Die Hälfte und die andere Hälfte? Tja, man kann der Haxion Brut viel vorwerfen, aber Mangel an Persönlichkeit gehört nicht dazu. Das stimmt wirklich. Tuna Halfman. Ein Out und halber Mann. Offensichtlich hat Zorg Tormo seine Lektion immer noch nicht gelernt. Oh, jetzt habe ich eine Kampfgeldmission. Jetzt ist nicht die Zeit für ein Gespräch. Okay, wenn du was sagst. Wer bist du denn? Ich habe etwas von einigen meiner Freunde gehört, die aus der Akademie entlassen wurden. Es hat ihnen nicht gefallen, dass das Imperium sie mundtot gemacht hat und sie wollen etwas dagegen unternehmen. Warum hat sie noch so viele Gespräche, Mann? Wirklich? Wir arrangieren ein Treffen. Es sind mehr Leute bereit, etwas zu unternehmen, als wir dachten. Du wirst wohl nicht daran interessiert, mitzukommen? Vielleicht ein anderes Mal. Ich muss mich um einige Dinge kümmern. Dachte ich mir. Hey, ich muss auch einige Leute abschlachten. Ich meine, die Galaxis retten. Wahrscheinlich nicht. Früher oder später wird eine geladene Hydronen-Emulsionslösung ihren Weg ins Gleichgewicht zurückfinden. Ja, das könnte stimmen. Alles klar. Wir reden später. Ich muss jetzt meine Sachen packen. Hallo? Wieso das denn? Das Imperium hat Truppen hierher verlegt. Es wird immer schwieriger werden, ihnen aus dem Weg zu gehen. Sogar auf Kobo. Du hast hier dein Bestes getan. Die Raiders auszuschalten, das war eine unglaubliche Leistung. Aber gegen das Imperium, da stehen die Chancen sehr schlecht. Und wenn man sie nicht besiegen kann... Was? Sich ihnen anschließen? Das habe ich nicht gesagt. Aber du kannst sie nicht besiegen. Niemand kann das. Wir alle müssen in ihrem Schatten leben. Es werden von Tag zu Tag mehr Imperiale. Wer bist du? Wie es aussieht, ist die Party vorbei, ehe sie begonnen hat. Alles klar, warte, wenn du sagst. So, ich würde sagen, wir machen dann noch einen Abstecher nach Jedha. Ne, ich habe jetzt geplant, hier irgendwie, weil nicht so anderthalb Stunden zu spielen. Also 2 45-Minuten Parts, aber jetzt bin ich schon. Eine Stunde und 40 Minuten am Aufnehmen. So. Ich wollte eigentlich nur den Planeten verlassen, damit ich jetzt zurück zu das eine Ding hingehen kann, ne, um das eine letzte Ding einzusammeln. Ne, aber jetzt, wo ist die Mantis? Ich bin. Aber jetzt, wo ich noch eine Kopfgeldjagd angenommen habe, würde ich sagen, oh meine Güte, wo ist denn das? Jetzt, wo ich noch eine Kopfgeldjagd angenommen habe, habe ich noch so ein bisschen Zeit, die ich entbehren kann wahrscheinlich, ne? Also machen wir das mal, ne? Und nach oben. Ihr wart schon immer hier. Bin immer hier rumgelaufen. Na gut. Dann mache ich jetzt Folgendes, ne? Wir gehen jetzt hier kurz die Kopfgeldjagd noch machen, ne? Mal sehen, was da draußen ist. Und wenn ich damit fertig bin, dann werde ich wahrscheinlich nicht nach einem Gespräch zumute. Den Part beenden. Ja, mir auch nicht. Und dann kurz bevor ich den Part beende, werde ich dann so, weil ich nicht da so reinschneiden, hier, wie ich das letzte Ding eingesammelt habe, ne? Vielleicht gehen wir dann nach zu Doma, geben dann alle Dinge aus. Kann man ja auch noch machen, ne? Immer werde ich noch da ranschneiden. Keine Ahnung. Oder je nachdem, wie lange das hier dauert, kann ich das ja auch noch aufnehmen, ne? Irgendwas wird definitiv passieren. Irgendwas wird irgendwann mal passieren. Aus irgendeinem Grund. Irgendwie. Okay, Kleiner. Wann immer du bereit bist. Alles klar. Ach ja. Boah, ich hätte so eine Panik mit dem Ding da zu landen, ne?
Ich denke mir immer irgendwie, der knallt da irgendwie voll mit dem Vorderding nach dagegen, ey. Warum mussten wir hierher zurückkommen? Kopfgeld. Na, wenn ich jetzt wüsste, was ist, ne? Ich sollte vielleicht mal hier aktivieren, ne? So, der Hintergrund ist immer noch rot, ne? Von daher. Weiß nicht, was ich davon halten soll, ne? So, das ist hier. Das ist halt von Samuel. So. Und den blöden Dings hier. Den Meditationspunkt in der Mantis kann ich ja nie benutzen, ne? Und ich ein bisschen doof finde. Also muss ich mal jetzt hier rein. So, hier sind alle tot immer noch. Ich war jetzt überraschend, ne? So, wie ist das? Irgendwas von Ramuel oder irgendwie sowas? Hallen von Ranwell. Okay, da steht oder Ramuel. Ich habe mich das später gelesen. So, irgendwas kämpfe ich überhaupt? Habe ich bei der letzten Kopfgeldjagd auch irgendwie so gemerkt, ne? Ich vielleicht mal nachgucken, gegen was ich hier kämpfe, ne? Und dann kann ich irgendwie so anpassen. So, hey! Kord, die Hälfte. Das sind zwei verschiedene, okay. Okay, die zählen aber als Dings. Okay. So, du siehst aus, als hättest du nur eine Knarre. Und du, wenn ich mal. Hallo, bitte. Alter. Kann ich mal die untere Reihe hier dran? Mein Gott. So. Dagegen hole ich doch mal hier ein Doppellichtschwert raus, ne? Weil die eine sieht so aus, als könnte sie ja die ganze Zeit nur ballern, ne? Also schießen wir jetzt zurück und ja, Parierstange gegen den Druiden, ne? Wenn wir Glück haben, funktioniert das so, ne? Wie ich mir das vorstelle. Da habt ihr recht. So, ihr wart jetzt hier nicht so. Oh. Das ist auch viel besser als die Zeitlupe, Mann, ey. Ich habe ja alle die Bosse und so aufsparen sollen jetzt, bevor ich das hier freigeschaltet habe. Toll, das ist ja gar nicht mal. Ich habe sorge für die Boss, wenn jetzt. Was? Bin ich hier? Hier. Nö. Bei mir hab ich das Gefühl, mein Ding tut sich auch jetzt öfter, ja. Schneller auffüllen. Nein. Also da. Gott. Ist das hier echt der beste Weg gewesen? Ich glaube irgendwie nicht, ne? Was ist das hier für ein Weg, den ich hier gehe? Gerade irgendwo. Ich habe gerade hier, ich habe gerade irgendwie so ein Ding zum Dranhaken gesehen. Ist das echt der richtige Weg, den ich gehe? Ich habe gesagt, ich gehe gerade voll den Umweg. Aber das war ein geiler Moment hier, so irgendwie, wenn man sich hier der dunklen Seite ergeben kann. Richtig klasse. Oh Gott, wenn ich den Kampf jetzt hier verliere gegen die Viecher, muss ich den ganzen Weg hier nochmal zurückrennen.
kann man nicht vorstellen, dass der richtige Weg ist hier. Ich hier richtig, Mann. Der verzückte Weg hier. Weil die haben mich schon entdeckt. Hör mir. Ja, das ist ein bisschen unfair. Hier ist eine Abkürzung. Was zum? Oh, mach mich nicht wütend. Was zum? Okay. Hey, was ist das? Was ist denn für ein billiger Schauplatz zum Kämpfen, ey? Oh, bitte sag mir nicht, dass hier war jetzt hier. Oh mein Gott, hier ist die ganze Zeit ein Alter. Boah. Ey. Oh. Einfach hier. Ja, ich meine, sie haben ja. Scheint das zu funktionieren, ne? Okay, jetzt ist wieder einer dieser Kämpfe, wo die einfach dauernd ballern und ich kann einfach nicht machen, nichts machen, ne? Cool. So, kann ich den Typen einfach da runterschmeißen? Das werden die nie im Leben zulassen, ne? Dass ich den Typen einfach so da runterschmeißen kann, ne? Wenn nämlich, wenn die den Druiden, wenn ich den Druiden da runterschmeißen kann, ne? Oh mein Gott. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ah, oh, warte. So. Oh mein Gott, kann ich mal. Also schwer ist es doch nicht, Mann. Oh, dieser Schuss ist so verzögert, ne? Ich krieg das nicht geblockt. Meine Güte, ey. Leck mich. Ich nutze die Macht. Ein Kopfgeld, Hawk. Bringen wir ihn zu Cage. Alter, wie viele Gegner sind hier? Sicher, jetzt erst. Okay, das war schon wieder. Konzentration. Da war null Strategie jetzt einfach. Ich hätte jetzt eigentlich nur die ganze Zeit die Gegner da runterschmeißen können. Das gibt's jetzt nicht mal. Boah. Na gut. Alles okay. So, also was? Dann gehen wir jetzt zurück zu dem Ding. Damit wir das auch haben. Dann haben wir das letzte Priorit-Dingen. Und jetzt sagt ihr mir wahrscheinlich sofort, ne, oh, in Nova Garon ist jetzt hier so ein Ding, ne? So ein Kopfgeldjäger. So, ich trinke mal kurz einen Schluck. Das ganze Schreien gerade hat so ein bisschen meine Stimme so. So ein bisschen kratzig gemacht, ne? Obwohl, das ist schon lange so. Krieg ich auch gar nicht mehr geheilt, habe ich so das Gefühl, meine Stimme ist jetzt immer so ein bisschen kratzig. Aber trocken irgendwie, ich krieg da gar nicht mehr weg. Schon seit Monaten so. Ja, hat mit der Luftfeuchtigkeit zu tun, aber es ist immer so kalt gerade. Bereit, wenn du es bist. Ich muss mehr trinken. So, jetzt wollen wir uns das. Okay, warum. Abkürzung freigeschaltet. Ich weiß nicht, warum diese Meldung jetzt die ganze Zeit kommt. Okay.
So, gehe ich recht in der Annahme, dass dieser Skill, den ich jetzt habe, gestellt hast. Was hat er da gesagt? Dass wir ihm keine Chance gegeben hätten. Dass er alles für Katas Sicherheit tun würde. Er sagte, das würden nur Eltern verstehen. Das ist eine schwache Ausrede. Ich habe Kreaturen gesehen, die für ihre Jungen bis zum Tod gekämpft haben. Aber wir sind keine Bestien. Bob. Wir sollten zu Grease gehen. Er führt Selbstgespräche. Mehr als sonst. So. Hier rüber, hier rüber. Dann da hoch. Nee, da kommt es nicht hoch. Da muss von hier aus, ne? Und was? Einfach nur geradeaus. Na, ja, gucken wir mal. Das müsste ja eigentlich hier drüber sein. Da. Dann komme ich da. Da war ich doch. Da war ich doch einmal. Da war ich da einmal drin, ne? Ja. Oh. Da. So, das müsste das letzte Ding sein, ja, ne? Au, au, au. Alter, hier ist direkt das Ding. Das gibt's nicht. Was? Das ist ein Echo. Habe kein freies Schussfeld! Ah! Es sind keine Auslöschungstruppler in der Nähe, richtig? Massaker. War das Echo von gerade? Nicht nachlassen! Wir werden direkt hinter dir sein. Ich habe ihn wirklich erwischt. Warum gehst du nicht auf ihn los? Hab ich doch gerade hypnotisiert. Okay, sind jetzt ja noch mehr Echos und so aufgetaucht. Noch mal rum. Ich glaube noch mal rum. Zum dritten Mal. Nein, sich auch was. Ein Meditationspunkt, der ist auch ein Echo. Hilf mir bitte! Ich bin nicht der Feind. Dafür wurden wir nicht ausgebildet. Ich kann einfach keinen ordentlichen Treffer landen. Das ist ein ganz kleines Detail, aber man hier. Jetzt habe ich nicht gelesen, was da. Das habe ich halt nicht gehört, weil er hat unterbrochen hat, glaube ich. Lass ihn nicht aus den Augen. Schieß aus, dass ich. Tja, was mich da erinnert? An das hier. Ja, jetzt ist er natürlich auch wieder ein Echo, ist klar. Was? Die kann ich auch hypnotisieren? Du willst mich beschützen. No, zeig mir, wer von euch der Stärkste ist. Dann, um den kümmere ich mich. Aber der ohne den Schild, den kann ich. Ah, Dreck, ich wollte halt eigentlich. Doch, wann? War schon Strategie, einfach Spam, ne? Oh mein Gott.
Oh, noch ein Echo. Hier hat alles begonnen, ne? Was macht er? Sie hatten Angst vor mir. Oh Gott. Sie hatten Angst und es hat mir gefallen. Ihre Angst zu spüren. Hier war noch irgendwas gerade, was? Und hier gerade noch was? Na gut, dass ich hier nochmal zurückgekommen bin. Was? Hey, Hacken. Hack das Ding. Warum kann ich ihn da nochmal hacken? Okay. Na gut. Die Macht ist mit mir. Gut. Dann habe ich jetzt ja alles. Ne? Also mir wird ja auf der Karte nichts mehr angezeigt, ne? Alles okay. So echosmäßig und so, ne? Ah, cooles kleines Detail, wenn man hier hingeht, dass hier einige Echos noch erscheinen, ne? Ich laufe noch mal hier durch. Zum vierten Mal. Nur falls hier noch was ist, ne? Ich gehe jetzt mal den ganzen Weg hier ab, den ich gegangen bin. Na, gucken wir mal, ne? Na, ich glaube, ich habe alles, ne? Aua. Das habe ich doch automatisch blocken. Nein, wieder nicht. Aua, doch wieder. Da bin ich, hier bin ich lang gegangen, ne? Bin ich hier lang gegangen, ne? Da wäre jetzt auch noch weiter. Oh mein Gott. Ja, neuer durchrennen. Ich gucke, ob hier noch was ist. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? So, hier ist nichts mehr. Ich mal kurz heilen. So. Hat schon alle Fähigkeiten, ne? Ich hatte alle Fähigkeiten, oder? Ich gebe jetzt hier nichts mehr aus. Und hier ist auch noch was. Mann. Und der Jedi? Keine Spur von ihm. Suche. Naja, habe ich hier so zwei, drei Dinger noch freigeschaltet, ne? Nein, niemals. Ich habe ja voll der gute Level-Spot oder so, ne? Schau mich nur um, Leute. Schau mich hier nur um. Da wäre ja noch schöner, wenn der mich noch getroffen hätte. So. Ich bin jetzt schon wieder. Wir sind immer noch hier. Oh Gott. Da wäre ehrlich. Davon bin ich gestorben. Gott, lass mich einfach raus. So, genau hier wollte ich hin. Gut, dann gehen wir noch mal zur Kurve, ne? Gucken, ob da finde ich gut, dass hier noch so ein paar Dinger hier erschienen sind, nachdem ich hier weggegangen sind, nachdem ich hier weggegangen bin. Ich denke als nächstes. Oh, ich fühle mich irgendwie Kurve. Ich fühle mich voll Kurve. Nichts. Hab nur nachgedacht. Ja. Ja, ich auch. Ich kann ja noch gucken, wo ist das? Boah, was ist denn da? Boah. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Karl, ganz ruhig. Ich weiß, du bebst gerade hier vor Wut, ne, aber ganz ruhig, ganz ruhig. Oh. Okay. Okay. Augen geradeaus, Kerl. Ich frage mich, ob es irgendwo so ein Spiel gibt, wo man eine dunkle Verwandlung hat.
Und das Ende des Spiels oder der Ausgang des Spiels ändert sich je nachdem, wie oft man sich verwandelt hat. Da wäre mal eine gute Mechanik, ne? Ja, zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, im Laufe des Spiels irgendwie 50 Mal irgendwie. Ich muss jetzt hier irgendwie an Jack und Dexter denken. Hier an Jack 2 und 3, da hat es ja irgendwie so eine dunkle Form, in die ich verwandeln kannst, ne? Ich stell mal vor, du spielst das Spiel und nach 50, wenn du 50 Mal irgendwie die dunkle Form irgendwie so eingesetzt hast, dann irgendwie ändert sich das Ende des Spiels und du bist irgendwie, weil nicht. Du bist irgendwie, weil nicht. Das ist irgendwie voll das dunkle Ending, weil du halt so auf diese Transformation eingesetzt hast oder irgendwie sowas, ne? Da wäre nochmal eine coole Mechanik, irgendwie so ein Ending reinzupacken, ne? Je nachdem, wie oft du dich irgendwie, weil nicht, der dunklen Seite ergeben hast. Sagt, wer wird irgendwie lustig? Warum bin ich jetzt hier hingegangen? Ja, genau, für sie. Mein Gott. Achso, einen neuen Auftrag. Und ihr Lieblingsmordroide Cleo wurden zuletzt auf dem Weg ins Nova Garen-System gesehen. Ja, aber sowas von klar. Die sind harte Gegner. Konzentrier dich auf einen, sonst können sie ihre Überzahl gegen dich ausnutzen. Unsere Chancen standen schon schlechter. Genau das wollte ich hören, Killer. Gut, aber das machen wir ganz. Finde Muzzy, Fen und Cleo. Drei Stück. Oh, guck mal. Oh, dann sind wir ja fast fertig. Sind wir ja beim nächsten Mal vielleicht fertig, ne? Oh Mann. Na, schon wieder so ein Typ. Jetzt komme ich wieder nicht hier in die Mitte. Ah, je höher. Ich habe mir schon gedacht, sind das hier irgendwie so zwei so besondere, ne? Weil er hatte irgendwie auch irgendwie so eine ganze Level mehr oder weniger, ne? An den kann ich mich noch erinnern. Zu dem musste ich mir erstmal durchkämpfen und so, ne? Also wäre schon fast fertig damit. Cool. So, aber fehlt uns hier noch. Oh, da ist jemand interessiert. So. Das nehme ich. Wirklich? Okay. Dann holen wir uns hier noch so ein paar. Nehmen wir das Ding. Das hier. Das wollte ich sowieso loswerden. Wir sehen uns. Ich mein Blaster irgendwann mal wieder hier so modifizieren. Also ich habe keinen Bock mehr mit euch zu reden. Hey. Komm rein, setz dich an die Bar. Was machst du hier? Ich wollte nur mal nachfragen. Keine Sorge, bis die Anlagen aktiviert werden, ist die Mantis im Top-Zustand. Danke, Grease. Geh zu dem Kontrollzentrum. Ich halte hier die Stellung und bringe die Mantis in Form für ihren letzten. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Ihr nächstes Ziel. 100, okay, ich hatte 100%, cool. So, wo ist das letzte? Hier fehlt mir noch ganz eindeutig irgendwas. Da kann natürlich sein, dass das jetzt hier was mit der Story zu tun hat, ne? Aber es scheint ja irgendwo noch was zu sein auf Kobo, ne? Wo wollte ich jetzt mal? Ich wollte noch mal in Domas Laden gehen. War das hier Domas Laden? Ich weiß nicht. Was mit euch beiden? Seid ihr endlich mal nicht zu Scherzen aufgelegt? Es gibt viele Veränderungen an diesem Außenposten. Und laut unserer Erfahrung ist Veränderung nichts zum Lachen. Außer natürlich. Weil es ist dieses Viech. Jetzt mal ganz ehrlich. Aber im Verwandter mit Jabba. Es ist nicht zum Lachen. Die letzte große Veränderung hier war der Tod des alten Besitzers der Kantina. Danach gehörten wir. Ich weiß, wir sind ja in Star Wars und es gibt alle möglichen Aliens, aber was ist das? Jetzt mal ganz ehrlich. Uns blieb nur noch, uns über die neuen, noch lächerlicheren Typen lustig zu machen. Typen wie dich. Was für ein Typ. Kerl ist voll verwirrt. Brauchst du was? Hi, Störenfried. Hey. Ich bin gerade nicht zu Scherzen aufgelegt. Wolltest mal wissen, willst nicht wissen, was hier in der letzten Stunde so ungefähr passiert ist. Ich glaube, es ist ja kalt in Drückel runter. Irgendjemand wurde da getötet. Irgendjemand wurde gerade voll abgeschnetzelt. Ich glaube, ich höre ein AT-ST irgendwo. Wo ist Domas Laden? Ey? Boah, ich sieht jetzt Gebäude gleich aus, Mann. Hier, ne, ne. Doch. Ne, boah. Was habe ich ja gerade auf der Karte gesehen, Mann? Da. Da. Was ist denn da draußen los? Mit dir muss ich wahrscheinlich auch noch ein paar Mal reden, aber das war halt erstmal, ne? So, ich glaube, mir fehlt ja eigentlich nur noch so ein Musiktrack, ne?
zwei Musiktracks. Kann das ich gleich wieder abschalten. Gute Wahl. Da stand praktisch schon dein Name. So, Kaufrausch. Oh, ich habe alles gekauft, nehme ich an, ne? Ich bin immer hier, wenn du mich brauchst. Ich brauche dich. Ich verstehe nicht, was dieses ganze Getue um diesen Droiden soll. Ich glaube, sie spricht von sie. Die Leute, ja, sie ist schon wieder da. Nichts anderes mehr. Ein so alter Droide ist ziemlich aufregend. Ich bin auch alt und über mich will niemand reden. Ich sag dir was. Ich war eine der ersten Personen an diesem Ort. Ich habe viele Trends miterlebt. Ja, ist sie irgendwie nicht die Leiterin hier von diesem ganzen Ort oder so? Einmal hatten wir irgendwie hat sie ja nichts. Die Leute haben weil sie ja einen eigenen Laden hat. Irgendwie hat sie ja nichts irgendwie zu tun, ja. Klingt nach Spaß. Ja, das war unterhaltsam. Bis sie das halbe Nahrungssilo niedergebrannt hat. Oh, da hat der Spaß auf. Neue Sachen sind aufregend, sicher. Aber letztlich zählt nur Beständigkeit. Verlässlichkeit. Kann ich dir was anvertrauen? Oh Mann, jetzt muss ich ja wieder fünf Stunden reden. Es fällt mir nicht leicht, das zuzugeben, aber ich bin ein großer Fan von Ashs Musik. Krieg sie nicht aus dem Kopf. Sie geht einem nicht aus dem Kopf. Hannah hat einen guten Geschmack. Deswegen verkaufst du diese Sachen. Ich weiß nicht. Anstatt sie dir ich zu geben. Ich habe wohl einen gewissen Ruf. Hart zu sein. Wachsam. Bereit zu tun, was getan werden muss. Aber ob du es glaubst oder nicht. Trotz allem wurde ich geboren, um zu tanzen, Kerl. Neulich summte ich unbewusst ein Lied und ein Kunde dachte, ich wäre verrückt geworden. Befriedigend, oder? Okay. Wie bitte? Diesen Ort. Gib mir eine Sekunde. Ja, okay, ja, mach mal einen Alarm. Ich setze jetzt hier nicht noch 20 Minuten reden mit ihr. Wird vertagt, alles klar. Gut. Waren schon immer so viele Dinge? Gut, dann. Weiß ich nicht. Ab nächstes Mal werde ich mich. Ja, die Kopfgeldjagd. Werde ich versuchen, ne? Wenn ich Glück habe. Und die nächste Kopfgeldjagd ist auch schon freigeschaltet. Danach, dann können wir die auch noch machen, ne? Ich weiß nicht, wo das letzte Datenbank-Ding hier ist, ne? Irgendwo muss hier noch was sein. Ne, da wird mir, wenn ich hier... Weil ich bin ja schon überall mit der Karte, um die Karte hier so durchgegangen, ne? Aber ich habe nichts gefunden. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich nehme an... Oh, sag mir jetzt nicht. Guck mal einer hier. Jetzt ist das Ding offen. Ich wollte noch gerade sagen, da ist bestimmt dieses eine Ding, ne, was ich mal gefunden habe, ne? Vielleicht ist das bestimmt da, ne? Aber ich weiß ja gar nicht, wie ich das aktivieren musste. Ja, mir hat Speer dann gesagt, ich weiß es nicht. Ich nehme an, da ist irgendwie das letzte Sammelobjekt oder so. Oder nicht Sammelobjekt hier, letzte Prozent. Ich weiß ja nicht, ob mir ein Sammelobjekt fehlt, ne? Hier mal die Karte ist einfach noch nicht aufgedeckt, ne? Ja, aber dann weiß ich jetzt, wo es hingeht, ne? Alles klar. Dann sage ich, Dankeschön fürs Zuschauen, für die letzten beiden Parts, ne? Die ich clever in zwei Parts geschnitten habe, obwohl ich jetzt hier zwei Stunden aufgenommen habe. 2 Stunden 11 Minuten. Und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder, wenn es mit der Kopfgeldjagd weitergeht, ne? Und was uns noch so fehlt, ne? Keine Ahnung. Ja. Weiß nicht. Wollen wir dann noch machen, ne? Wird sich schon ergeben, ne? So, ich bedanke mich jedenfalls alle herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, jeden hier, der das Video geschaut hat, hat das Video auch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst ein Like, damit ich auch sehen kann, dass es euch gefallen hat, ne? Und dann sehe ich euch mit einem hoffentlich etwas chilleren Cal Kestis beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Er ist so in der Tasche drinne. Sehr cool. Das hat so geplant, ja, ne? Hat er schon immer so eine Tasche? So extra so eine Tasche für BD, cool. Noch nie gemerkt. Ja, er hat auch perfekt da reingefasst. So gut, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Ciao.